Willkommen bei Sublime Geschichte Nummer 19, 19 von 30 Bildstrecken aus meinem Bildband Sublime. Und das hier ist wieder eine Geschichte aus Paris mit Valin. Wenn ich den Namen richtig ausspreche, Valin, habe ich fotografiert, weil ich auch unbedingt ein dunkelhäutiges Mädchen in meinem Buch haben wollte. Mir ist Vielfalt, Abwechslung, einfach unglaublich wichtig, und so finde ich es auch immer schön, eine dunkelhäutige Frau zu fotografieren, auch wenn ich sagen muss, dass das Ganze ein bisschen schwieriger ist, weil schwarz natürlich Licht schluckt. Das heißt, man muss an sich immer ein bisschen überbelichten, die Bilder nicht zu abgesoffen zu haben. Natürlich kann man das auch, aber das wollte ich nicht. Ich hatte mir ein schönes Styling überlegt mit einer schwarzen Maske, schwarzen Schuhen und im Kontrast dazu weißer Wäsche, und habe sie in einem wunderschönen Apartment am Bergende, wie sagt man da, am Fuße des Berges, Montmartre, habe ich sie in einem Apartment fotografiert. Valin ist normalerweise ein Fashion Model, insofern war es für sie auch eine Premiere, die Klamotten ganz auszuziehen. Sie hat diesen unglaublich jugendlichen Ausdruck, also ein Gesichtsausdruck, der so furchtbar unschuldig, fast ein bisschen Lolita-haft wirkt, was ich für diese Strecke einfach unglaublich schön fand. Also insofern habe ich hier auch auf dieser Seite ganz absichtlich den verdrehten Träger ihres BHs nicht korrigiert, weil er irgendwie dieses Zufällige unglaublich gut unterstreicht, und wir haben hier schöne Diagonalen, die zueinander funktionieren. Also das ist eine sehr schöne, sehr kurze Strecke geworden. Manchmal finde ich es fast ein bisschen schade, wenn ich nur so wenige Bilder von einem Mädchen im Buch habe, obwohl ich doch ganze 3 Stunden mit ihr zusammen war und natürlich sehr viel mehr, sehr viele Fotos einfach gemacht habe. Aber fürs Buch habe ich gelernt, dass ich mich unglaublich beschränken muss, und habe ganz, ganz, ganz viel ausgesiebt und wirklich nur die Essenz in das gedruckte Buch gelassen. Nächste Woche geht es weiter mit Maria. Maria im Schrebergarten. Also bis nächste Woche. Tschüss.